Moin Moin und Hallo, heute zeigen wir euch, wie man einen Mischsalat machen kann. Dazu benötigen wir Frühlingszwiebeln, Gurke, Tomaten, Paprika, Pflücksalat und Romanasalat. Und wir werden es dann mit einem leckeren Salatdressing servieren. So, kommen wir zuerst zu unserem Pflücksalat. In unserem Fall ist der Pflücksalat bereits gewaschen und fertig verpackt. Ihr könnt natürlich auch einen ganzen Salatkopf nehmen, müsstet ihn waschen und klein schneiden. Rein in die Schüssel, die wir dafür jetzt hier kredenzt haben. Das wird unsere Basis für den leckeren Salat, den wir nun zubereiten. Kommen wir nun zu den Romanaherzen. Da ist wichtig, die äußeren Blätter, die müsst ihr abmachen, denn die enthalten Bitterstoffe. Die wollen wir nicht in unserem Salat. Wir nutzen nur die feinen, frischen, inneren Blätter. Also weg mit ihnen. Weg damit. Die äußeren Blätter weg, da sie bitter sind. So, jetzt waschen wir natürlich den Salat mal ein bisschen ab. Denn dieser ist ja noch nicht gewaschen worden. Ergo müssen wir dies noch erledigen. Nun schneiden wir unsere Herzen klein. Einfach durch, weg, zack, klein geschnitten, super. Nicht bis zum Strunk, den lassen wir nämlich auch nicht in unseren Salat rein, der kommt weg. Jetzt kommen auch unsere Herzen zu unserer Salatmischung dazu. Jetzt holen wir uns die Paprika und schneiden zwei davon und werden sie zu unserem Salat hinzufügen. Vorher haben wir sie auch ein bisschen abgewaschen. Aber das wollten wir jetzt nicht unbedingt zeigen. So, ein wenig klein schneiden, ein bisschen des Zeugs von innen entfernen. Das schmeckt nämlich nicht so gut. Nicht in die Finger ramsen und danach schön in Scheiben damit und nochmal 90 Grad drehen und in Würfel schneiden. Sehr schön. Lecker. So, nun packen wir alles zu unserem Salat dazu. Die schönen Paprika bringen eine absolut leckere Frische und einen super Geschmack herein. Kommen wir zu den Tomaten. Wir schneiden jetzt die Tomaten und werden sie zum Salat hinzufügen. Macht es am besten ohne den Strunk, weil der Strunk nicht so angenehm schmeckt. Den könnt ihr so rausdrehen und weg ist der Strunk. Den Rest lassen wir natürlich, weil er sehr nahrhaft und vitaminreich ist. So, super, super. Und ab damit in unseren Salat. Das machen wir jetzt natürlich mit allen unseren Tomaten. Ihr könnt so viel nehmen, wie ihr wollt. Wir werden diesen ganzen Haufen verarbeiten. Das ist ein großer Salat. Tja, kommen wir zur Gurke. Die haben wir vorher ein bisschen abgewaschen. Und jetzt werden wir sie einfach in Scheiben schneiden. In Scheiben schneiden für unseren leckeren Salat. Nicht in Scheiben. Nein, einfach einmal runterschneiden. So dünn wie möglich. Riecht echt anders. Sehr schön. Und. Wir werden die halbe Gurke benutzen für unseren Salat. Nun werden wir sie natürlich zu unserem leckeren Salat hinzufügen. Die sind super lecker. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, die Schale vorher abmachen mit einem Sparschäler. Das ist euch selbst überlassen. Aber wir lassen die Schale dran, das knackt ein bisschen. Kommen wir zu unseren Frühlingszwiebeln. Die müssen wir vorher wirklich ganz gründlich waschen, weil vor allen Dingen oben in den Löchern ist immer etwas Dreck drin und den werden wir jetzt mal rausquetschen. Dafür gibt es einen kleinen Trick. Erstmal nach unten halten, abwaschen, dann dreht ihr gleich die Frühlingszwiebeln um und lasst ein wenig Wasser hereinlaufen. So ist das gut. Umdrehen und wieder herausdrücken. Wie ihr seht, kommt da ganz viel Wasser jetzt raus. Damit sind die Frühlingszwiebeln gewaschen. Gut, jetzt zeigen wir an einem Beispiel, wie wir jetzt die labbrigen wegkriegen und gleichzeitig auch die Haut der Zwiebel entfernen können. Ihr seht ja, eine wabbelt runter, die anderen stehen schön ab. Das heißt also, diese wabbelige werden wir entfernen. Wir nehmen sie händisch runter, ziehen sie nach unten ab und dann kommt die Haut auch gleich mit herunter. Meistens ist das so. Ja, da seht ihr, habt ihr gesehen, die Haut ist nun auch weg und das kommt in den Müll. So, jetzt natürlich noch den Beweis nachschießen. Da ist wieder wabbelig, ziehen, zack, da ist die ganze Haut dran, wie ihr seht. Da ist sie, ganz einfach. Jetzt nehmen wir unsere fertigen Zwiebeln und werden ca. daumenbreit bzw. 2 cm breit oben abschneiden. Und das wird auch leider in den Müll geworfen, denn das ist auch nicht so lecker. Nun, jetzt können wir den Rest dünn schneiden und bis fast zum Strunk runter.
ist das kein Problem. Ihr schneidet einfach von oben nach unten weg, weil alles natürlich essbar ist an diesen leckeren Frühlingszwiebeln. So, wie ihr seht, haben wir fast alles aufgeschnitten. Jetzt zeigen wir euch noch, wie weit ihr runtergehen könnt. Ihr könnt wirklich fast bis zum Strunk gehen, weil da ist nichts irgendwie bitter oder so. Das ist super, super. So, dann sieht das dann so lecker danach aus. Und gleich hauen wir das auch in unseren Salat. So, hauen wir es in den Salat rein. Der wird immer voller und leckerer, wie ihr sehen könnt. Und vor allen Dingen, wie wir es riechen können. Aber es ist alles frisch, alles super lecker. So, jetzt werden wir natürlich noch den Salat vermengen. Dazu nutzen wir einen Kochlöffel. So, damit überall von jeder Zutat etwas hinkommt. Und dann ist unser Salat auch schon servierfertig. Schaut ihn euch an. So, jetzt haben wir noch ein paar leckere Croutons dazu gemacht. Das verlinke ich unten im Video, wie ihr die Croutons herstellen könnt. Das ist auch sehr lecker zum Salat. Am Schluss, wenn ihr ihn kredenzen wollt, werdet ihr erst das Dressing hinzufügen. Das werdet ihr schön drüber geben, in einem Zickzack und danach lecker genießen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.